Neue Informationstechnologien wie Facebook und Twitter tragen dazu bei, Nachrichten schneller zu thematisieren und zu verbreiten. Dadurch besteht aber auch die Gefahr, dass Falschmeldungen, sogenannte Fake News, schneller in Umlauf geraten. Dies ist für die Medienwelt eine neue Herausforderung, der sich auch etablierte Institutionen wie das ZDF und andere TV-Sender stellen müssen. Dr. Thomas Bellut, Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens, greift das Thema in einem Vortrag in der IHK Rheinhessen auf. Das Neue ist vor allem das Netz, ja, also dass dort viel schneller und leichter Dinge an den Mann, an die Frau gebracht werden können. Durch die modernen Informationstechnologien, das war früher gar nicht so möglich. Da musste man über Journalisten gehen. Jetzt kann man das selbst machen. Jeder, dem irgendwas stört, kann seine eigenen Bots absetzen. Ja. Maschinen machen das natürlich viel stärker. Ich glaube, ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber allem, was einem ohne Quelle zugeht im Netz, die ist sehr angebracht. Wenn keine seriöse Quelle dahinter, eine Zeitung, eine Fernsehanstalt, eine Agentur wie dpa oder andere, wäre ich schon als Verbraucher außerordentlich vorsichtig. Ich glaube, man sollte cool bleiben und sich nicht aufregen darüber, aber es gibt schon Risiken. Wir haben Wahljahr, unmittelbar vor Wahlen können Fake News schon auch Wahlen verändern. Ja. Genauso wie es ein Anschlag oder so etwas könnte. Ja. Das sind ja die großen Befürchtungen jeder Partei, dass alles durch ein bestimmtes Ereignis dann zunichte gemacht wird, was sie an Strategie aufgebaut haben. Also es ist schon eine ernsthafte Sache. Ich glaube aber, abseits von Wahlen kriegt man das Gute in den Griff, wenn alle Journalistinnen und Journalisten ordentlich arbeiten. Im Umgang mit Fake News gibt es kein Patentrezept. Vielmehr gilt es, bei jeder Nachricht die Urheberschaft zu hinterfragen und zu prüfen, ob die Quelle seriös ist. Musik